Ich habe noch nie so viele Instagram-Nachrichten gekriegt wie an dem Tag, als das rauskam. Noch nie so viele Anrufe, WhatsApp bekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, du hast eine Reichweite, das Thema ist dir wichtig, dann starte jetzt eine Petition. Ihr seid mit etwas, das in der Politik gerade läuft, unzufrieden oder habt eine Idee, mit der sich die Abgeordneten mal beschäftigen sollen? Dann passt jetzt gut auf, denn wir zeigen euch, wie ihr euer Thema in den Bundestag bekommt. Und das an einem erfolgreichen Beispiel, der Elterngeldpetition. Was war das Problem? Das Elterngeld sollte gekürzt werden. Kurzer Überblick. Paare ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro sollten kein Elterngeld mehr bekommen. Und das schon ab dem 1. Januar 2024. Dagegen startete Unternehmerin Verena Pauster eine Petition. Es war gar nicht so sehr, dass ich das las und dachte, um Gottes Willen, weil ich bin 44, wir haben 4 Kinder, ich werde kein Elterngeld mehr beziehen, sondern es war eher die Fülle der Zuschriften, die mich erreicht hat. Ich habe mich hochgearbeitet, ich habe BAföG gehabt, das habe ich zurückgezahlt, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Jetzt verdienen mein Freund und ich seit 12 Monaten erstmalig über dieser Schwelle. Es trifft vor allen Dingen natürlich Paare, wo beide gleich viel verdienen, weil wenn da ein Gehalt wegfällt, dann kommen die in ganz andere Umgebungen, als sie bisher waren. Und das war doch eigentlich das Zielbild, dass beide gleich viel verdienen. Verena Pauster hat es geschafft, mit ihrer Petition beim Bundestag über 50.000 Stimmen einzusammeln. Und wer das schafft, wird in der Regel zur öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss eingeladen. Dort sitzen dann Abgeordnete aus allen Fraktionen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und auch Rückfragen stellen. Man hat ja genau auf diese Zuschauertribüne geguckt und dann sah ich sie da alle und dachte so, komm, wird schon gut werden, weiter geht's. Und deshalb ist diese Elterngeldstreichung fahrlässig und trifft ins Herz des Aufstiegsversprechens, welches wir Männern und Frauen in diesem Land geben. Wenn ihr wollt, dass eure Petition auch wirklich im Bundestag landet, dann gibt es nur ein Original, nämlich epetition.bundestag.de. Auf anderen Petitionsplattformen senden eure Stimmen zwar ein starkes Signal, zählen beim Bundestag selbst aber leider nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal schnell. Und das war dann Trugschluss. Ich habe es über die Website gemacht, dann kriegt man erstmal einen Brief 3 Tage später, dass das eingegangen ist. Dann wird das geprüft, dann kriegt man irgendwann einen Brief, dass sie freigegeben wurde. Also das macht viel Arbeit, so eine Petition. Und trotzdem lohnt es sich. Es ist unser Mittel der direkten Demokratie, wenn man so möchte. Da kann man direkt Einfluss nehmen, da kann man direkt Gehör finden. Insofern sollte einen das nicht abschrecken, aber es sollte einem bewusst sein. Also ich habe in diesem Prozess über die Funktionsweise von Politik gelernt, dass erstens es einen Riesenunterschied macht, ob ein Kabinett etwas beschließt oder ob es dann im Bundestag verabschiedet wird. Ganz viele haben schon Mitte Juli geschrieben, das Elterngeld ist gestrichen, das Kabinett hat getagt. So, und dass das aber nicht unser Gesetzgebungsprozess in Deutschland ist, das wusste ich, aber es mal hautnah so zu erleben, dass es jetzt erst in den Bundestag kommt, war ein Learning. Verena Pauster hat es geschafft. Sie hat nicht nur eine landesweite Debatte ausgelöst, sondern ihr Thema auch auf die Agenda des Bundestages gesetzt. Zwar sinkt die Einkommensgrenze beim Elterngeld, aber weniger stark als ursprünglich geplant. Und das erst für ab April 2024 geborene Kinder. Ihr seht also, mit so einer Petition kann man ganz schön viel Aufmerksamkeit für sein Thema bekommen. Vielleicht startet auch ihr mal eine.